Über 460 Millionen Coins, das weltbeste Team in FIFA 22 und zum zweiten Mal die Nummer 1 im Transfererlös. Was uns aber viel stolzer macht, unser erfolgreichstes Community-Mitglied Stefan hat über 65 Millionen FIFA-Coins ertradet. Und genau das kannst du auch schaffen. Mit den Elite-Trading-Tipps von FootPeppy, zeitsparenden Tools und einer motivierenden Community geben wir dir alles mit, was du benötigst, um am Transfermarkt immer einen Schritt voraus zu sein, um deine Münzen kinderleicht zu vermehren. Klicke jetzt auf den Link in der Videobeschreibung und du kannst das Angebot 14 Tage lang testen. Pay liefert weiterhin Content. Gestern zum Beispiel ist ein neuer Base-Icon-Player-Pick gekommen. Und das heißt für uns, wir können wieder sehr gut Coins durch UV machen. UV ist die Abkürzung für überteuert verkaufen und ist eine Methode, die schon seit Jahren von fast allen Tradern in FIFA genutzt wird, um Coins zu generieren. Hier mal ein paar Beispiele von meinen letzten UV-Verkaufen. Chiellini zum Beispiel habe ich für 20.500 Coins verkauft. Der ist eigentlich nur um die 17.000 Coins wert. Alexandre Pato bin ich für 17.000 Coins losgeworden. Und der Mann ist eigentlich auch nur 14.000 Coins wert, heißt mit diesen beiden Karten habe ich schon pro Karte 3.000 Coins Bruttogewinn gemacht. Es gibt aber tatsächlich auch richtig heftige UV-Deals, diesen Crouch habe ich zum Beispiel für 30.000 Coins verkauft. Und der ist eigentlich nur 15.000 Coins wert. Heißt hier, wir haben mit dieser Karte unsere Coins verdoppelt und 15.000 Coins Gewinn gemacht. Dazu muss ich aber auch sagen, der war jetzt relativ lange auf meiner Liste. Der Aufschlag ist natürlich sehr, sehr frech. Das dauert seine Zeit, bis die Karte für so einen Preis weggeht. Aber früher oder später funktioniert's. Wie kann das denn jetzt sein? Warum funktioniert UV? Hier habe ich euch mal die wesentlichen Gründe aufgeführt. Jetzt brauchen wir natürlich noch die passenden Spieler für UV. Die lassen wir uns natürlich wieder mit dem UV-Tool von FootPeppy generieren und einige haben sich nach der letzten UV-Liste eine 300.000 Coins UV-Liste gewünscht. Heißt, heute werden wir diese 300.000 Coins-Liste per Knopfdruck generieren. Schreib gerne mal an dieser Stelle in die Kommentare, wie viel Budget du für überteuert verkaufen zur Verfügung hast, damit ich weiß, über welches Budget die Liste im nächsten Video sein soll. Das UV-Tool von FootPeppy hat uns hier jetzt die besten Spieler rausgesucht, mit denen wir überteuert verkaufen betreiben können, insgesamt im Wert von 300.000 Coins. Ich habe euch jetzt die ganzen Spieler aus dem Tool noch einmal tabellarisch zusammengefasst, damit es für euch einfach übersichtlicher ist. Die Liste könnt ihr jetzt wirklich 1:1 nachbauen, passt jetzt also genau auf. Ihr geht wie folgt vor. Erstmal braucht ihr natürlich 300.000 Coins Budget, um diese Liste nachzubauen. Wichtig ist, dass ihr wirklich diese 300.000 Coins auch habt und nicht nur einen Teil der Liste nachbaut, weil bei UV eine volle Transferliste sehr, sehr wichtig ist. Und ihr geht jetzt hin und kauft hier diese Spieler in der ersten Spalte genau einmal ein. Ja? Nicht zweimal, nicht dreimal, sondern wirklich genau einmal. Ich habe euch noch das Rating dazu geschrieben, damit ihr wisst, um welchen Spieler es sich handelt, weil teilweise sind die Namen ja relativ ähnlich und wenn man nur den Namen sieht, ist nicht klar, welcher jetzt zum Beispiel gemeint ist. Deswegen, Freunde, Rating dabei geschrieben, den Einkaufspreis, hier ist natürlich auch nochmal wichtig, das sind Momentaufnahmen. Der Mann ist gerade bei 750 Coins, sollte er günstiger sein, nehmt ihr natürlich den günstigeren mit, das sollte klar sein. Also Karten immer so günstig wie möglich einkaufen und sofort zu diesen beiden Preisen hier hinten wieder auf den Transfermarkt draufstellen. Einmal der Startpreis, einmal der Sofortkaufpreis. Wichtig, natürlich kann es sein, dass die Karte nicht nur günstiger geworden ist, sondern dass sie gerade auch etwas teurer ist. Das ist erstmal überhaupt nicht schlimm. Ihr könnt die Karte so lange einkaufen, wie ihr mit diesem Startpreis hier hinten noch Gewinn erzielt. Denkt da bitte an die 5% EA-Steuern. Also so lange funktioniert die Liste auch, solange ihr diese ganzen Spielern zu diesen Preisen bekommt und mit diesen Preisen im Endeffekt noch Gewinn erzielen könnt. Dann habe ich euch hier hinten noch den Reingewinn ausgerechnet. Heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel den Mann verkauft für diesen Sofortkaufpreis, habt ihr minus die 5% EA-Steuern einen Reingewinn von 1.340 Coins gemacht. Geht jetzt wie folgt vor. Jeden Spieler einmal einkaufen und sofort wieder verkaufen. Macht das Video auf Pause, wenn ihr einkauft, beziehungsweise macht euch Screenshots, damit ihr die Liste auch so per Hand oder auf der Hand habt. Und Freunde, sehr, sehr wichtig, ihr könnt den Prozess noch beschleunigen, also dass ihr die Spieler schneller verkauft. Und zwar könnt ihr offensive Spieler, wie zum Beispiel ein Aubameyang mit einem offensiven Chemiestil kaufen. Da kommt zum Beispiel ein Hunter, ein Sniper oder ein Finisher in Frage, um mal ein paar Beispiele zu nennen. Und defensive Spieler, wie einen Tomori, könnt ihr mit defensiven Chemiestilen, wie zum Beispiel einem Shadow, einem Anchor und so weiter kaufen. Ja, dann erhöht ihr einfach nochmal die Wahrscheinlichkeiten, dass eure Spieler bei überteuert verkaufen schneller weggehen. Wie gesagt, geht die Liste hier durch, baut euch die einmal und dann kommen wir noch zu den nächsten wichtigen Regeln, nämlich ist Geduld bei UV sehr, sehr wichtig.
wollen natürlich die Spieler über dem Marktpreis verkaufen. Heißt, es gibt auch günstigere Spieler, die wahrscheinlich eher gekauft werden. Heißt, UV braucht wirklich Geduld. Früher oder später werden eure Spieler verkauft. Es kann mal eine Runde geben, da werden vielleicht nur ein, zwei Spieler verkauft. Es kann aber auch Runden geben, wenn neuer Content kommt, da werden 8 bis 9 Spieler verkauft. Und deswegen ist der 18:10 Trick so wichtig. Ihr bietet ja erstmal eure Karten jede Stunde an. Das sollte schon mal klar sein, so oft wie möglich über den Tag verteilt. Das könnt ihr beispielsweise über die Compagnon-App machen oder über die Web-App. Dann müsst ihr nicht immer die Konsole neu starten. Eine Runde startet aber um 18:10 Uhr. Wenn um 19 Uhr neuer Content kommt, wie gestern zum Beispiel das Player-Pick, also das Icon-Player-Pick, gehen die Leute auf den Markt, weil sie eure SBC abschließen wollen und kaufen eure Spieler ein, die dann um 19:10 Uhr auslaufen. Funktioniert super, probiert es unbedingt aus. Das mit den Chemies, den haben wir gesagt, auch sehr, sehr wichtig. Wenn ihr alle Spieler eingekauft habt, habt ihr insgesamt 300.000 Coins ausgegeben. Und wenn ihr alle Spieler verkauft, habt ihr 625.000 Coins wiederbekommen, wovon 300.000 Coins reiner Nettogewinn sind. Heißt, ihr habt eure Coins mit dieser Liste verdoppelt. Wichtig ist natürlich, dass ihr die Liste nicht auslaufen lasst. Ihr wollt ja immer weiter Coins generieren. Heißt, wenn ihr zum Beispiel einen Davis für 9.800 Coins losgeworden seid, geht ihr wieder auf den Markt drauf, kauft ihn für 5.900 Coins ein oder wo er gerade ist und verkauft ihn wieder zu diesen Preisen hier, dass ihr im Umkehrschluss immer eine volle Transferliste habt. Hier steht es auch nochmal, verkaufte Spieler immer nachkaufen. Wenn ihr euch an alle Regeln, die ich euch gerade erklärt habe, haltet, werdet ihr langfristig sehr, sehr viel Erfolg mit dieser UV-Liste haben und viele Coins generieren können. Falls ihr jetzt noch Fragen haben solltet, gerne in die Kommentare damit. Ich beantworte wie immer alle Fragen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Trading-Video wieder. Bis dahin eine schöne Zeit, bleibt gesund, haut rein, euer Seth.